Ein herzliches Willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. So, wir haben jetzt ein bisschen Kräuterkunde gehabt. Was mir aber jetzt gerade einfällt, warum habe ich eigentlich die Pelzmütze? Kann ich die nicht vielleicht sogar komplett ausschalten? Weil das würde mir noch besser... Perfekt. Es gefällt mir viel, viel besser. Und, wenn wir schon dabei sind, wie sieht es denn mit der Brille aus? Bei Brille... Ja. Naja. Oder? Ach. Eine Brille. Nee, wir machen ohne Brille. So, oh, was haben wir hier? Aufträge. Jetzt haben wir das gemacht. Zaubertränke, Unterricht besuchen. Sollten wir eigentlich auch machen, würde ich sagen, oder? Was ist denn das? Ah ja. Hm. Na. Das ist ja jetzt noch nicht so wichtig, oder? Wir gucken mal nach den Zauberkombos. Das finde ich eigentlich ziemlich wichtig. Zauberkombos. Wo bin ich denn? Hier bin ich. Also hier will ich hin. Und dann können wir eigentlich doch mal probieren, noch ein Duell zu machen. Dann sind wir Champion und dann haben wir's. Weil ich würde nämlich schon gerne auch diesen geilen Feuerzauber mal ausprobieren. Na, wo ist er denn? Hier. Ein Freund? Ja, das will ich erstmal. Hallo Lucan. Ich würde gern mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Jo. Das wäre toll. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Ich bin gespannt. So. Also. Oh, diesmal... 4, 3, 2. Geil. Sehr schön. Und jetzt? Eins, zwei, drei. Das ist schon cool. Anholen, Feuer, zack, 1, 2, 3. Oh Gott, das kann ich mir niemals merken. Oh, wie soll man sich das denn merken? Was? Was stimmt mit dir nicht? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gemacht. Das ist schon krass. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Es war nur eine Übungspuppe. Mhm. Stimmt, aber eine schwierige Puppe. Glaub mir, ich weiß es. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Und du wirst bei den gekreuzten Stäben noch stärker. Wehe den anderen Duellanten. Komm, das will ich aber jetzt auch. Wir speichern eine Runde. Weil, falls ich zu arg auf den Sack kriege, was haben wir da? Hier, guck mal, das ist ein Uralter. So. Okay, dann wollen wir mal. Hallo Lucan, ist die Finalrunde der gekreuzten Stäbe soweit? Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Mhm. Bereit für deine große Chance? Absolut. Auf jeden Fall. Großartig.
Trittst du mit deinem Partner an? Boah, ich weiß nicht. Soll ich diesmal nicht? Ich guck mal, wie viel Stunts sind. Allein an. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Ah, ja. Oh, doch, drei. Vier. Scheißendreck. Okay, das ist zu hart. Spinnt ja wohl. Durchbrich rote Schilde mit Schadenzaubern wie den Zauber. Ja, okay. Prima. Okay, nee, das geht nicht. Das... Ja. In dieser Runde hast du es wohl ziemlich verbockt. Willst du es nochmal probieren? Nicht jetzt. Ich will nochmal... Ich glaube nicht. Nicht jetzt. Verständlich. Aber lass dir nicht zu lange Zeit. Wir warten. Ja. Ich muss doch mit dem Partner antreten. Das ist mal übel heftig. Und auch... ungerecht. Ich habe ja eigentlich gedacht, wo bin ich denn eigentlich? Was haben wir denn heute? Nein. Hier, das? Haben wir den 8. heute? Ja. Also, müssen wir mit dem Partner antreten. Geht nicht anders. So, aber diesmal wird's gelingen. Hallo, Lucan. Ist die Finalrunde der gekreuzten Stäbe soweit? Mhm. Wichtiger Kampf heute. Alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Ja, aber diesmal nicht allein. Auf jeden Fall. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, weil so dumm bin ich nicht mehr. Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Wie ungerecht das eigentlich ist. 4 gegen 1. Wie soll denn das funktionieren? Diesen Sieg werden wir auskosten. Ja, gucken wir mal. Ja, recht so. Ah, okay. Also los. Oh, hä? Ich hab doch... Hey. Trank. Nee, den wollte ich nicht. In die Luft mit dir. Aufpassen. Noch mal einen. Da. So, jetzt kriege ich dich. Na dann. Okay, der Zauber geht tatsächlich gar nicht. Die macht nichts. Auch gut. So, Madame. Ach, ich hätte mal meinen Kohlkopf machen können. Geilo. Was für ein Sieg. Du hast das Turnier gewonnen. Das war noch gar nichts. Ich fange gerade erst an. Wenn die besten Duellanten der Schule nicht gut genug waren, solltest du vielleicht überlegen, nach Durmstrang zu wechseln. Jetzt erhält die Siegerin den Preis. Geil. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Mhm. Danke. Es war mir eine Ehre. Wohlverdient. Du bist eine ernstzunehmende Duellantin. Nachdem wir jetzt eine eindeutige Turniersiegerin haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Könnte ich auch mal nachschauen. Ja.
Gewand des Champion. Das war geil. Okay. Was ist denn hier eigentlich? Das hat echt Laune gemacht. Oh. Warte mal, wer hat denn die Zauber hier rein? Ja, das können wir eigentlich so lassen. Revelio. Gut. Okay, dann machen wir mal weiter mit was? Mit ein paar Nebenaufträgen. Diese Koboldsteinerei sind mich ja auch, gell? Da brauche ich noch eine Weile. Ende Indikio. Entgehe erfolgreich gegnerischen Angriffen. Oh, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Naja, gut, egal. Komm. Zaubertränke. Dann machen wir aber einen Weg. Da bin ich zu faul hinzulatschen. Ja, das hat Laune gemacht. Wieder mal. Das war echt witzig. Ist auch gut, dass die teilweise Pause gemacht haben. Mit den Schilden, das ist manchmal noch ein bisschen das Anvisieren. Ja, das könnte ich besser machen. Definitiv. Gut. Schauen wir mal, was wir hier haben. Sollten nach dem Vorfall in Hogsmeade nicht auch Ministeriumsleute die Schule schützen? Professor Black würde das nie erlauben. Das ließe ihn ja völlig unfähig aussehen. Zu Recht natürlich. Erstmal dem hinterher. Das ist wichtiger. Komm her, du. Ah, hab ich dich. Ja, gut gemacht. Ja, Schwester habe ich immer noch. Da haben wir eine leckere Truhe, die gucken wir uns mal an. Warte, Geld. So. Ich habe jetzt für dieses blöde Duell unglaublich viele Tränke verbraucht. Ich hoffe, ich kann hier. Jetzt guck mal. Was haben wir hier denn? Ich hab doch gerade was gehört. Revelio. Ah, her damit. Professor Sharps Aurorenabzeichen. Die Auroren bilden die magische Strafverfolgungsbehörde des Ministeriums und schützen die Welt der Zauberei vor allen möglichen Bedrohungen, insbesondere vor denen, die von der schwarzen Magie ausgehen. Dieses Aurorenabzeichen gehört Professor Sharp. Okay. Und dann war es das. Gut, dann können wir hier beginnen. Kann ich hier noch rein? Ja. Memorandum. Ja, bei Burchin und Burks kommt es vermehrt zu Aktivitäten außerhalb der normalen Geschäftszeiten. Insbesondere in den frühen Nachtstunden, bei denen verdächtige Lieferungen zum Hintereingang des Ladens gebracht werden. In Anbetracht dessen, was wir über den Ruf des Ladens wissen, setzen wir weitere Auroren ein, zusätzlich zu denen, die den Laden bereits beobachten. Sie gehören zu den Neuzugängen. Weitere Anweisungen folgen. Ist das so? Okay. Wieder ein bisschen Geld. Ist nix. Gut, jetzt können wir aber beginnen. Zaubertränke ist eines der anspruchsvollsten und gefährlichsten Fächer der Schule. Als Fünftklässler müssen Sie im Hinblick auf Disziplin und Intellekt neue Höchstleistungen erbringen. Wir beginnen das Semester mit einem Mega-Power-Trank. Perfekt. Mr. Takar, sagen Sie uns doch, wo sich dieser spezielle Trank als nützlich erweisen kann. Ja, Professor Sharp. Der Mega-Power-Trank dient zum Sterilisieren und kann sogar verschiedene Verletzungen heilen.
Er kann Verletzungen heilen, aber nicht alle. Punkte für Ravenclaw. Vor Abschluss der heutigen Stunde wird jeder von Ihnen selbst einen Mega-Power-Trank gebraut haben. Man weiß nie, wann man ihn brauchen kann. Beginnen Sie. Bei dir hat er, glaube ich, nicht gewirkt. Was wolltest du uns damit sagen, nicht wahr? Zerkleinern Sie die Zutaten mit gleichmäßigen Bewegungen. Vorsicht, wenn Sie den Tränken Pulver hinzufügen. Ein Niesen könnte katastrophal sein. Das wollen wir nicht. Witzig. Andere Richtung. Wie ich sehe, können die meisten von Ihnen noch rühren. Kein einfach zu brauender Trank. Gut gemacht. Und angesichts Ihrer jüngsten Heldentaten in Hogsmeade sollten Sie wohl auch die Herstellung des schützenden Edurus-Tranks üben. Professor Weasley hat Sie doch wegen des Rezepts zu J. Pippins geschickt. Ja, Sir. Gut. Fürs Erste finden Sie alle Zutaten in meinem Büro. Aber in Zukunft werden Sie Ihre eigenen Zutaten besorgen müssen. Einige halten Sie von den Pflanzen, die Sie in Kräuterkunde anbauen. Seltenere können Sie kaufen. Andere hingegen sind womöglich schwieriger zu bekommen und erfordern etwas mehr Einfallsreichtum. Kommen Sie her, wenn Ihr Trank fertig ist. Dann sehen wir, ob es beim ersten Mal Können oder Glück war. Natürlich ist das Können bei mir. Wo soll das sein? Hier hinten. Wegen der Gerüchte über einen Koboldaufstand hätten meine Eltern... Hat Professor Sharp gesagt, du hättest die Erlaubnis, sein Büro zu betreten? Ja. Aber warum interessiert dich das? Genial! Und es ist wichtig, weil du zu etwas wahrhaft Kreativem beiträgst. Ich bin übrigens Gareth. Gareth Weasley. Ich habe ein Händchen für Tränke, wenn ich das so sagen darf. Schön, dich kennenzulernen. Warte mal, bist du mit Professor Weasley verwandt? Sie ist meine Tante. Behält mich etwas zu genau im Auge. Ah. Aber sie kann nicht überall sein. Hör mal. Jedes Trollhirn kann einen Idurus-Trank brauen. Ich arbeite an etwas, das auf jeden Fall spektakulär wird. Ich brauche nur eine winzige Zutat, um ihm den letzten Schliff zu verleihen. Das ist dann wohl meine Aufgabe. Du bist so schlau wie erhofft. Ich brauche nur eine Fupa-Feder. Da du ohnehin mit seiner Erlaubnis in Sharps Büro sein wirst, könntest du mir doch eine mitbringen. Ah ja. Ich bring dir die Fupa-Feder, wenn du sicher bist, dass Sharp sie nicht vermisst. Das wird er garantiert nicht. Fupa-Federn sind nicht so wertvoll. Warte, bis du siehst, was ich braue. Komm schnell zu mir, wenn du die Feder hast. Je, dann bin ich immer gespannt. Denken Sie daran beim Brauen von Tränken. Straßenköterfell. Revelio. Frank sollte nicht diese Farbe haben, Miss McDowell. Hier ist die Fupa-Feder, die du wolltest. Großartig, danke. Das Brauen wird eine Weile dauern. Du solltest weiter an deinem Edurus-Trank brauen. Ich sage dir Bescheid, wenn das hier fertig ist. Mhm. Okay, sehr gut. Sollen Sie den Diptam schneiden oder zerquetschen? Die falsche Antwort könnte leider zum Verlust Ihrer Augenbrauen führen. Cool. Braue Tränke nach freigeschalteten Rezepten an der Tränkestation. Rezepte und Zutaten können in ausgewählten Läden gekauft werden. Die Zutaten können auch in der Wildnis angebaut und gefunden werden. Das ist ja geil. Horklumpsaft. Mhm. Sekunden. Ertrag eine Tasche. Eine Flasche, nicht eine Tasche. Ich bleib mal hier drin, damit ich sehe, was passiert. Boah, das macht schon sehr viel Laune. Jetzt
kann ich Tränke, jetzt kann ich Kräuter machen. Das ist supi. So, fertig. Okay, aufheben. Mehr kann ich leider nicht machen. Okay. Und jetzt das Malvenkraut und... Seltsam. Was ist da los? Moment, wo war das denn? Ah! Derek, komm da! Oh, shit! Was war das? Gut gemacht, Gareth. Was nun, Mr. Weasley? Tut mir leid, Professor. Das heißt mal wieder Punktabzug für Gryffindor. Das ist doch gut. Mr. Weasley war das nicht allein. Wer ihm geholfen hat, muss sich ebenfalls dafür verantworten. Toll. Das will ich aber nicht. Ich will mit dir sprechen. Hätte nicht erwartet, dass mir das buchstäblich um die Ohren fliegt. War trotzdem genial. Ich räume das mal auf. Ich habe den Edurus-Trank gebraut, wie gewünscht. Dass Sie dazu Zeit hatten. Sie schienen schwer beschäftigt damit, Mr. Weasley zu helfen. Oh, nee. Wer weiß es. Verneinen oder zugeben? Tut mir leid, Professor. Ich wollte nur einem Freund helfen. Wer Verantwortung für seine Taten übernimmt, ist bei mir wohl gelitten. Ich hoffe, Sie haben daraus gelernt. Okay, ein Glück, richtig entscheidend. Was die Arbeit an Ihrem eigenen Kessel anbelangt, haben Sie sich heute gut geschlagen. Zugegebenermaßen war ich skeptisch. Schließlich ist das fortgeschrittener Unterricht und Sie sind neu hier. Schön, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen konnte. Kommt selten vor. Und denken Sie bitte stets daran, dass Sie noch keine Meisterin der Zaubertränke sind. Man muss nicht nur wissen, welche Zutaten zu vermengen sind, man sollte auch umfangreiches Wissen über die Zutaten selbst sammeln. Mhm. Passen Sie besonders in Kräuterkunde auf. Die Pflanzen, die Sie dort pflegen, sind wichtig für die Tränke, die Sie hier brauen. Ich empfehle, das Brauen nur an einem sicheren Ort zu üben. Man kann einen heißen Kessel schlecht einfach so rumstehen lassen. Das wäre alles. Schwein gehabt, kein Punkt der Abzug. Ich denke, wir hatten alle genug Aufregung für einen Tag. Wir machen Schluss. Okay. Auch ein sehr cooler Lehrer. Aber ein bisschen pissig bin ich schon auf diesen... Wird noch das ganze restliche Jahr nach Gareths Inspiration stinken. Bisschen pissig bin ich schon. Jetzt machen wir noch eins. Wo waren jetzt nochmal die... Nee. Wo finde ich die... Da. Da will ich hin. Ich will mir nur kurz mal meine Ernte anschauen, weil die Zeit müsste jetzt rum sein. Und eventuell auch gleich nochmal was Neues pflanzen, aber... Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Ja, okay. Kann ich auch nicht. Achso, wo ging es denn eigentlich lang? Hier oben, war's doch. Da bin ich echt gespannt, was ich Schönes jetzt hier habe. So. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ach, kann das sein, dass ich immer wieder hergehen kann und nur einmal diese Samen brauche? Das wäre ja geil. So, jetzt gucken wir nochmal, was haben wir denn als nächstes noch? Das ist so ein blöder Punkt hier. Diesen dritten Punkt. Aber jetzt gehen wir mal das Mädchen aus Uagadu. Gucken wir mal, wo wir da hin müssen dazu. Oh, Inventar, was habe ich denn? Achso, das war das. Was habe ich jetzt hier neu? Sammlung. Da haben wir noch einen Umhang oder was haben wir da?
Ach, das haben wir. Das können wir uns eigentlich mal anschauen, wie das aussieht. So, das ist neu. Ihr Eier eines, ich wollte schon Arschwinderin sagen, Aschwinderin. Ein Gelege von ihnen fühlt sich heiß an und ist eine Zutat für den Udurus-Trank. Aschwinderinnen steigen aus der sterbenden Glut magisch Feuer und schlüpfen dann in dunkle Ecken, um ihre Eier abzulegen, obwohl sie normalerweise in Behausung zu finden sind. Scheinen einige von ihnen verlassene Lagerfeuer gestiegen zu sein und Gelege in nahegelegenen felsigen Gebieten hinterlassen zu haben. Haben wir noch was hier? Straßenköterfell. Fellbüschel, die von furchterregenden Straßenkötern gesammelt werden. Die Zutat für den Edurus-Trank verwenden. Okay, haben wir auch. Dann haben wir hier noch was. Da, das war das. Okay, das war's. Prima. Okay, weil dann würde ich nämlich sagen, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich sage ein herzliches Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschüss.